voll. Hallo und herzlich willkommen hier. Ja, Akku ist voll hier, das weiß ich auch. Wir werden schon wissen, wo wir sind. Ja. So, an der Kammerführung. Kammerführung, ja, das bin ich, Kammerführung. Kameraführung, ja. Ich? Ja, ich verrenk mich gerade. Da, Transporthilfe. Ja, der Packesel hier. Der Packesel. Falls ihr schon mal wissen wollten, wie ein vieltragendes Kamel aussieht. Nah. Das ist Rachi. Und Verstärker haben wir hier. Gut, da hat sich Ludwig künstlerisch betätigt. Zeig dir ein Kunstwerk. Schwarz. Wie lange hast du dafür gebraucht? Warte kurz, 2 Minuten. Warum sind wir da noch die Bleistiftstriche? Kann ich noch weggradieren. Die brauchen wir wahrscheinlich eh nicht. Komm. Hallo. Warte mal. Du kommst jetzt noch 30 Minuten. Ach, ja, jetzt. Wenn du eine Kartoffel wärst, wärst du eine gute Kartoffel. Aber nur mit Quark. Genau so sieht's aus. Okay, sie haben uns ganz allein gelassen. Wie kam es dazu? Ja, das war sehr grauenvoll. Ludwig hat vergessen, dass wir Crash und... Das wäre Crash. Ja, Crash und Ding, was war es? Wir brauchen Schlagzeug zu hören. Ja, genau. Wir brauchen Schlagzeug. Es ist jetzt... Ja, kurz vor halb, um 14 kommt die S-Bahn. Könnte knapp werden, aber wir können es auch schaffen. Vorausgesetzt, wir überzeugen das Jugendzentrum, dass wir ihn wecken kriegen. Und die Band um 5 scheißt sich rum, weil sie gerne wecken halt. Kurze Frage, was macht das Teil im Verstärker? Vielleicht muss man ihn reparieren oder irgendwas drücken. Oder einfach gerade das Adamase-Spielchen nach der Show. Oho. Oho. Servus, wir sind jetzt hier im Soundcafé. Wir machen jetzt so eine exklusive Führung hier. Also kommt mal alle mit. Übrigens, hier ist unser... Backstage, Abstellraum. Ja. Hier, das geht ja alles schwarz. Wir werden das später live sehen. Hier übrigens, ganz wichtig, Pflanzen. Was würden wir noch ohne sich tun? Hier letzte Zeit keine anderen Bands. Silence QEF. Das ist Verstärkerzeug. Ja, genau. Logik. Hier haben wir technisch. Jetzt quasi von oben runterschauen. Da laschen wir jetzt aber nicht rein, oder? Doch. Ich kann da reinzoomen, sieht's aus, wenn wir drin. Ja, wir waren hier gar nicht drin. So, und hier geht's runter. Hier sind hier voll die coolen Bändchen. Außerdem, Pflanze. Toll Pflanzen. Sehr Pflanzen. Nur die lächeln mal fröhlich in die Kamera. Geht das. So, also neue Seiten direkt vom Konzi aufziehen, ist eine scheiße. Und mit Snickers im Mund reden ist auch eine scheiße Idee. Und beim Contest zu spielen, wo wir bisher die wenigsten Karten verkauft haben, ist auch eine scheiß Idee. Haben wir nicht. Die zweitwenigsten. Okay, Yannick, die zweitwenigsten. Halt, los. Komm schon, es kann nicht sein, dass du immer... Ja, wir stehen hier live vor dem Soundcafé. Also wenn ihr schaut, ist es nicht mehr live, aber momentan ist es für mich live. Und Freunde des Lebens, das ist Simon, der spielt gerade gegen die anderen Bands Basketball oder alleine, ich bin mir nicht ganz sicher. Das ist unser Fankreis, der sich mittlerweile schon gebildet hat. Das ist Knetsch, er ist kein Fan, der muss auf die Bühne. Scheiße. Wir haben einen Gitarrenverstärker mitgebracht, obwohl er eigentlich einen Bassverstärker mitbringen hätte. Die waren ziemlich angepisst. Aber die sollen nicht so rummeckern. Verstärker ist Verstärker. Ich habe meinen Gutschein für ein Bier für einen Top-Teil verschenkt, vertauscht, wie auch immer. Also ich darf es leider nicht behalten, aber ich darf es beim Auftritt hernehmen, immerhin etwas. Fakt ist, wann spielen wir? 7:45. Wollen wir weiterkommen? Nein. Oh. Falsche Antwort. Wird schon Spaß machen. Schief geht's nicht von dem. Wir haben 60 Euro gezahlt, ich will mindestens zweimal spielen. Wendel. Vieles Deutschlandfinale. Deutschlandfinale, das klingt irgendwie viel zu epic, als es wahrscheinlich wird. Diese Frage. Yeah. Master, hallo. Ja. Mein Gott. Hallo, welche Band seid ihr? Stellt euch vor. Zappelgeld ist alle. Ich bin im Fernsehen. QEF! Quick Erection Force. Ist die geilste, zweitgeilste Band der Welt. Nach? Ja, hallo, was soll ich sagen? Ich bin im Fernsehen. Das verstehst du schon. Um das Ganze zu erklären, ist der Jungle, der hat normalerweise Inside Out. Und er macht ein Featuring mit uns, weil er eine der geilsten Rapper ist. Reißloses Zeitende, wie heißt der? Nee. Nein, Pferde, die schlafende Reiter rennen. Also er macht die Kacke. Rap oder was? New Metal Crossover. Ja, New Metal Crossover. Ja. Mischung zwischen Korn, Limp Bizkit und Rage Against. Jetzt wollen wir was anderes. Jetzt geht's los, nein, ich leichte mit der Kamera und der. 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 Der